Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Abendprogramm der ARD. Vom Norddeutschen Rundfunk sehen Sie gleich das große internationale Quiz mit Hans-Joachim Kuhlenkampf und Teilnehmern aus 8 Ländern. Gegen 22 Uhr folgen die Ziehung der Lottozahlen, eine Tagesschau und das Wort zum Sonntag. Um 22.20 Uhr können Sie den amerikanischen Spielfilm Charade sehen mit Audrey Hepburn und Cary Grant in den Hauptrollen. Sendeschluss ist dann gegen 0.20 Uhr nach einer letzten Tagesschau. Doch nun, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung, denn einer wird gewinnen. Danke sehr. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Liebe Zuschauer daheim, im Ausland, im Inland, Sie haben gemerkt am Applaus, am Temperament, wir sind wieder in Kiel. Und das ist schon beinahe ein Ehrgeiz geworden zwischen den einzelnen Städten. Wer bereitet einen freundlicheren Empfang? Sie haben einen Rekord aufgestellt, ich danke Ihnen. Aber Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, wir haben uns ein paar Monate nicht gesehen. Und ich habe mich gefreut, ich freue mich immer noch auf den heutigen Abend. Mir macht das nämlich auch manchmal Spaß. Ich hoffe, dass es... Danke. Ich hoffe, dass wir alle ein bisschen Freude mit und aneinander haben. Es ist ein angenehmes Gefühl zu denken, so von der tschechischen Grenze bis rin ins Elsass und runter nach Oberitalien und die Schweiz, nach Jugoslawien rein, sitzen jetzt viele Millionen Menschen und hören sich dieses mehr oder weniger an. Die Fernsehzuschauer sind ja nicht so aufmerksam wie Theaterbesucher oder Konzertbesucher, nicht? Die gehen zwischendurch auch mal raus, um sich eine Flasche Bier zu holen oder eine loszuwerden, je nachdem, das ist ja ganz unterschiedlich. Aber war das ein Sommer? Das heißt, es ist ja noch ein Sommer, der müsste ja schon längst weg sein. Seit gestern haben wir Herbst, man hat nichts davon gemerkt. Übrigens, damit Sie es nicht vergessen, heute Nacht um 3, nicht vergessen, den Wecker zu stellen. Da müssen Sie hoch und die Uhr eine Stunde zurückstellen. Und dann können Sie um 2 Uhr wieder ins Bett gehen. Das hat ja auch seine Vorzüge. Wir gewinnen Zeit heute. Überziehen kann ich gar nicht, denn ich habe ja diese eine Stunde im Hintergrund. Man muss sich Zeit lassen. Ich bin, und das ist eigentlich ein ernstes Thema, ich sage immer Zeit lassen. Ich bin raufgefahren von unten, von Österreich bis nach Kiel mit dem Wagen unterwegs, 6 satte Unfälle gesehen. Kinder, das ist doch der nackte Wahnsinn, nicht? Und da war ich auf der IAA, die geht morgen zu Ende, das war ja ein Sensationserfolg. Es war wirklich interessant. Ich bin nach einer Stunde weggegangen, weil, schauen Sie, die kleinen, preiswerten Autos, die wollte ich ja gar nicht sehen. Das sind die einzigen, wo kein Mensch steht, die können Sie angucken. Aber da, wo es ein bisschen so ab 50.000, da war überhaupt nichts zu sehen. Das war der nackte Wahnsinn, wie die Trauben. Es war ein ganz normaler Wochentag, vormittags habe ich da, ich kriege da was zu sehen, weil ich auch technisch manchmal ein bisschen interessiert bin, war gar nicht zu machen. Ich habe mich erinnert, das war eine automobile Piepshow. Weil, ja, wer kauft sich denn ein Auto für 325.000 Mark, nicht? Das sind ja wenige.
Ich nehme die auch nie, weil man kriegt ja selten vier in der gleichen Farbe. Und wenn die ganze Familie nicht eins hat, sind die ja sauer. Aber sie kommen... Es ist ja wirklich toll. Und alles junge Menschen, also die Käufer von morgen, die waren so im Schnitt zwischen 15 und 25. Und dann auf so einer Drehscheibe stehen dann diese Luxusdinger, so zwischen 90.000 und 320.000, und drehen sich da, und sie selber sehen gar nichts. Nur ist es ja immer noch preiswerter. Die können ja den ganzen Tag dafür ihre 10 Mark stehen. Piepschau habe ich mir sagen lassen, kostet die Minute 1 Mark. Das ist ja, ist doch wirklich der nackte Wahnsinn. Kinder, geht da einer von euch hin? Doch, so, komm mal. Sie haben doch zu Hause irgendwas Nettes, Schnuckeliges. Nehmen Sie Ihre Frau, wenn Sie keine Drehscheibe haben, legen Sie sie auf den Esstisch und gehen Sie langsam drumherum. Und was meinen Sie? Haben Sie denselben Effekt? Sie haben denselben Effekt, Sie sehen die mal von ganz anderen Perspektiven und Sie zahlen ihr für jede Minute eine Mark. Was glauben die, wie die auf den Tisch springt? Die kriegt doch sonst nichts, die Arme. Also, das würde ich mir überlegen, bevor ich dafür also die Markstücke da reinschmeiße. Gut, man redet mal mit einem Blech zusammen. Aber ich bin immer selber wieder überrascht. So, meine Damen und Herren, aber heute ist die 24. Sendung, am 24. Das konnte ich mir auch merken, deswegen bin ich so pünktlich hier gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, morgen sind Wahlen in Bremen und in Hessen. Und trotzdem darf ich heute diese Sendung machen. Ich danke dem NDR und dem HDR für dieses Vertrauen. Und ich werde auch bestimmt nichts sagen. Ja. Ich sage Ihnen, da wird man vergattert, aber trotzdem eines sage ich mal. Gehen Sie dahin, was immer Sie wählen wollen, und seien Sie froh, da denkt man nämlich gar nicht drüber nach. Wir können wenigstens wählen. Es gibt ja andere, die dürfen nicht mal wählen. Die kriegen die gleich so hingesetzt. So können Sie immer nur sagen, ich bin selber schuld oder ich habe es nicht gewollt. Ne? Also, und jetzt geht's los. Einverstanden? Gut. Sie merken, ich lasse mir heute Zeit. Ne? Der Dieter Glawischnik mit der Big Band. Guten Abend, wie geht's? Abend, gesund, geht es dir gut? Du musst nicht wählen, mir geht's gut. Du musst nicht, nein, du musst nicht. Er muss nicht mehr. Ach du, schau an. Ja, Gabi, heute Morgen hattest du ja noch eine Hose und Pullover an. Ja, da warst du doch. Ja, das musst du dich doch mal ein bisschen. Das ist ja toll. Das ist ein Rock à la Montgolfière. Ja, Tonrock. Heißluft. Von einem Kleid. Das ist ja ein Heißluftrock. Stell dir mal vor, wenn ich jetzt das Feuerzeug unter den Rock halte, dann gehst du langsam in die Luft. In ja, jedem schnell, Falle. Vielleicht sogar schnell. Du gehst vielleicht sogar schnell in die Luft. Ist ja etwas leichter. Sehr schick. Sehr schick. Hier ist eine große Luftfeuchtigkeit, merken Sie das? Da. Aber das macht nichts, es muss ja trockene Hitze sein. Dankeschön. Die kommen sofort rein, dann hast du was zu betreuen. Da freust du dich. Das ist schön. Dieter, wie wäre es denn mit der Europa-Fanfare für unsere Kandidaten? Darf ich bitten? Abend. Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, Herr. Guten Abend. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, Sie sind nicht nervös. Regen sich nicht auf. Wir haben Zeit, Ruhe. Liebe zueinander ist das Wichtigste, denn gewinnen kann nur einer. Sieben haben ja schon verloren. Aber wer ist das? Hatten Sie eine gute Reise? Ich bin völlig verblüfft, wie elegant und gut angezogen die Männer heute Abend sind. Ich muss ja, aber Sie brauchen ja gar nicht. Ich glaube, es ist die erste Sendung, wo Sie alle vier eine Krawatte umhaben. Ich bin völlig verstört. Damen brauchen das. Damen wirken von sich aus. So, meine Herren, meine Damen, nehmen Sie bitte Platz. Und Schweiz und Spanien, die Herrschaften darf ich bitten, hier zu bleiben. Ich begrüße Sie. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Sie kommen aus? Aus der Schweiz. Von wo?
vom Graubünden eigentlich, aber ich wohne in Zürich. Sie wohnen in Zürich. Ja. Darf ich Sie hier rüber bitten? Ja, Sie auch mit? Guten Abend. Dann kommen Sie aus Spanien. Aus Spanien, ja. Wie groß sind Sie? 1,49 Meter. Das ist prima. Ab 1,50 Meter gibt es eine Menge. So, wir gehen hier rüber. 1,49. Aber Sie fühlen sich so wohl, ne? Ach ja, immer. Kein Problem. Das ist Sie sprechen so prima Deutsch. Danke, danke. Wo haben Sie das gelernt? In Spanien, auf der Schule. In Spanien auf der Schule hat man Deutsch gelernt? Ja, ja. Aha. Ich war auf der deutschen Schule. Auf der deutschen Schule waren Sie. Ja. Und was sind Sie jetzt? Sind Sie Deutschlehrerin? Ja. Ja? Gut, klar. Was machen Sie in Zürich, Nippon? Ich bin Sekretärin. Sekretärin? Ja. Chefsekretärin? Ja. Ja, das ist doch klar. Das sieht man Ihnen an. Sie machen einen durchaus seriösen Eindruck. Danke. Ja. Das ist beruhigend. Ist auch eine seriöse Firma. Ja, sehr. Sehr, ja, sogar. Sehr. Ich will den Namen nicht wissen, aber womit handeln Sie? Also, es ist ein Schweizer Berufsverband, Elektroinstallationsfirmenverband. Ah, ein Verband. Ich sollte eigentlich schwarz kommen. Warum? Trauer muss Elektra tragen. Trauer muss Elektra tragen. Aber das ist doch auch Elektronik auch mit dabei? Nein, nur Installation. Nur Installation. Ja. Schön. Sind Sie wo kommen Sie her aus Spanien? Aus Barcelona. Was heißt es nun? Ich habe schon mal gefragt. Barze oder Barce? Also, kommt drauf an. Wenn ich Spanisch rede, das ist Barcelona. Wenn ich Katalanisch rede, das ist Barcelona. Ah, und Katalanisch ist nicht Spanisch? Nee. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Ist das eine ganz eigene Sprache? Ja. Kein Dialekt? Nee, um Gottes Willen, sagen Sie das nicht? Ich frage, da würde ich es ja nie sagen, aber irgendwas werde ich doch hier noch sagen dürfen. Nee, das ist eine eigene Sprache. Das ist eine ganz eigene Sprache. Ja, ja. Mhm. Haben Sie das gewusst? Ich habe immer gedacht, das wäre Spanisch, aber halt ein bisschen anders. Es gibt verschiedene Sprachen in Spanien. Was gibt es denn noch? Also in Galizien, Nordspanien, dann in Baskenland. Das sind jedes Mal andere Sprachen? Ja, ja. Völlig anders, andere Grammatik. Alles ganz anders. Das verstehe ich auch nicht. Sie verstehen das auch nicht? Nee, ich verstehe nur Katalanisch und Spanisch, das alles. Also das sind auch schon zwei Sprachen. Mhm. Was sprechen Sie noch? Deutsch, Englisch sowieso? Ja. Ein bisschen Französisch? Kleines bisschen, bin nicht so begabt. Sind nicht so begabt. Hören Sie mal, 5 Sprachen reicht ja auch, nicht? Aber in der Schweiz spricht jeder 3, mindestens. Ne? 4, Entschuldigung. Romanisch. Sprechen Sie Romanisch? Ich bin Romanisch. Sie, ja? Ja. Schade, wenn ich der Vico wäre, könnte ich mich mit Ihnen unterhalten und keiner würde es verstehen. Schade. Sehr schade. So, gehen Sie oft ins Kino? Ab und zu. Ab und zu und Sie? Nicht mehr so oft wie früher. Ja, ja. Auf Kinderkarte gehen Sie noch, das Herr, ne? Ja? Also, wenn Sie das wollen. Ja? Nehmen Sie mit als Enkelchen. Sie haben es doch schwer, nicht, in Filme zu kommen, die nicht jugendfrei sind. Früher, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Nee, ich bin schon ein bisschen gewachsen, mittlerweile. Naja, Sie hören jetzt 6 Melodien aus 6 berühmten Filmen. Und es wäre schön, wenn Sie mindestens 3 dieser Titel wissen würden. Und das ist schon fast eine Unterhaltungssendung in sich, die wir Ihnen jetzt bieten, mit unserem Fernsehballett, das wieder Heinz Kiesel und Maria Litto choreografiert haben. Und dann haben wir noch Bernhard Brink und Peter Petrell und Horea Krishan, der spielt auf der Panflöte, mal nicht der Zampfi, es gibt auch noch andere, die das spielen können. Und Karin Eckholt und last zuletzt nicht Bibi Jones. Ich sage die nur extra einzeln an, weil das ja schon fast eine Show in sich ist. Und ich darf jetzt bitten, hören Sie gut zu, es sind 6 Melodien zu erkennen und dann die 6 Filmtitel zu erraten. Meine Damen, meine Herren, Sie sind locker und warm, Sie machen sich schon mal, Sie springen und hupfen. Und jetzt geht's los. Darf ich bitten? Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party this is. Have
You heard that water Blanche got drowned down by an avalanche. Well, did you ever? What a swell party this is. That frames champagne. So good for the brain. That band, it's the end. Kindly don't fall down, my friend. Have you heard that Mrs. Krupp crossed the bridge when the bridge was up? Well, did you ever? What a swell party, a swell party, a swell party this is. The French are glad to die for love. Lady Light in fighting duets. But I prefer a man who lives and gives expensive duets. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Thank you.
team. Darf ich Sie zur Mitte bitten, meine Damen? Darf ich Sie noch um Ihren Namen bitten? Olga. Olga. Esteve. Esteve. Ja. Olga. Und Sie, oder? Berti. Peer. Berti. Ja. Peer. Peer. Ja. Peer. Berti, Peer und Olga. Olga, es rufen lauter Menschen an, die auch klein sind. Und behaupten, kleine Leute wären auch Menschen. Habe ich das behauptet, dass Sie das nicht sind? Natürlich sind wir Menschen. Wie die Großen. Ich wollte niemanden beleidigen, weil er klein ist. Ich werde auch manchmal beschimpft, weil ich zu groß bin. Aber es gibt ja welche, die sind noch sehr viel größer. Die sagen dann auch immer wir Großen, wir kriegen keine passenden Schuhe, keine passenden Hüte und Kragen. Jeder ist so, wie er ist. Wenn es darauf ankäme, ob einer groß oder klein ist, wäre die Welt noch schlimmer, als sie ohnehin ist. Ist wurscht. Aufs Herz kommt's an, gell, Olga? Ja. Jo, danke. Olga, ja, mit wem mache ich den Anfang? Da fange ich mit Ihnen an, Frau. Ja? Ja. Sie, Olga, Sie sind so nett, können Sie gehen da drüben eben hinein. Die erste Frage mal, haben Sie überhaupt was erkannt? Zwei. Na, fangen wir mal an, vielleicht kommen wir noch auf ein drittes. Also Love Story. Love Story, das war das mit der Panflöte. Ja. Richtig, das und war der jetzt, Film, hieß auch Love Story. Und der Schluss? Und jetzt Singing in the Rain. Singing in the Rain, und so hieß auch der Film. Ja. Und damit ist Feierabend. Was mal mit dem ersten, das war doch eine ganz... Rock around the clock, aber es ist die Melodie. Ist das der Film? Habe ich Glück? Sie haben Glück. Sie haben Glück. Dieser Film. Dieser Film ist im Grunde am leichtesten. Es gab nämlich einen Film, der hieß ursprünglich Saat der Gewalt im Deutschen. Ja. Oder Blackboard Jungle, wäre auch richtig gewesen. Dann wurde das noch einmal verfilmt. Und nicht die Story von Saat der Gewalt, aber mit Bill Haley, der ja der... Sänger davon war, mit einem Film, der hieß Rock Around the Clock. Da war wieder diese Melodie drin und der hieß in Deutschland Außer Rand und Band. Also sie hätten vier Möglichkeiten gehabt. Eine hat sie zum Glück heute. Außer Rand und Band. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Wir sehen uns ja noch. Würden Sie einen Moment Applaus geben. Olga? Aber Sie können sich beherrschen, Frau Peer. Keiner will auf die Idee kommen, dass Sie jetzt Außer Rand und Band sind. Olga, was haben Sie erkannt? Die Reihenfolge ist egal. Aha. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. West Side Story? Wen? West Side Story. Nee. Kabarett? Kabarett, das war Money, ja. Singing in the Rain? Singing in the Rain war das Letzte. Love Story? Ja, dreimal dürfen Sie ja nur raten. Ach so. Ja. Ah ja, stimmt doch. Stimmt ja. Naja. Ja. Das war ja wirklich eine Show in sich heute Abend, ne? Sie sehen, wir wollen diese Stunde rumkriegen, habe ich den Eindruck. Schön. Dankeschön. Und jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir rüber und schauen uns. Frau Peer, darf ich Sie bitten? Sie haben ja schon einen längeren Marsch jetzt wieder hinter sich, nicht? Und sind schon wieder bei mir. Wir schauen uns jetzt einen Film an über New York. Und in diesem Film sind auch Einblendungen fünf anderer amerikanischer Städte. Fünfmal ist eine andere Stadt im Bild. Und dann wäre es schön, wenn Sie drei davon raten würden. Darf ich bitten, den Film abzufahren? New York.
Na, eindrucksvoll. Eine tolle Stadt. Ja. Darf ich Sie jetzt bitten, Frau Pirbe? Olga, waren Sie schon mal in New York? Einmal, ja. Ja? Ja. Beeindruckend. Ja, ja. Sollte man da mal hinfahren, ja? Ja, schön. Ja? Mhm. Dauert nur so lange mit dem Schiff, ne? Da segel ich doch drei Wochen, vier Wochen segel ich doch. Was? Mit dem Flugzeug. Ich flieg doch so ungern. Naja, ich auch, aber... Sie auch. Können wir doch mal zusammenfliegen. Dann trösten wir uns miteinander. Ja. Ja? Mhm. Was war falsch? Welche anderen amerikanischen Städte haben Sie erkannt? Nicht, was Sie gesehen haben, sondern die Städte. Washington. Washington, das war das Kapitol, richtig. Washington. San Francisco. San Francisco, die schöne Brücke. Las Vegas. Las Vegas. Na was? Was? Fabelhaft. Alles normal? Ja? Ja, ja. Wunderbar. Und würden Sie im Moment warten, dann brauchen Sie nicht den ganzen Weg wieder zu laufen. Frau Peer, darf ich Sie mit... Waren Sie schon mal in New York? Nie. Nie? Warum nicht? Sie fliegen keine nicht gern, Zeit. Nicht? Keine Zeit. Keine Zeit? Ja. Ach, deswegen sind Sie gekommen. Sie wollen Ihren Flug finanzieren. Ja. Dann würden Sie fliegen? Vielleicht. Ja? Fliegen Sie gern? Ja. Ist das schön? Ja. Ja. Fliegen Sie selber? Können Sie fliegen? Nein. 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 Warum nicht? Nur ich heute doch. Kann ich fliegen. Nur heute? Warum? Wenn Sie nicht... Hier rausfliegen? Ja. Wie käme ich dazu? Nicht. Zu schwer. Es liegt nicht an mir, es liegt, an, das schaffe ich gerade noch. Ja. Das liegt an Ihnen. Fünf Städte, nicht Bauwerke oder andere Sehenswürdigkeiten, sondern die Städte. Welche fünf Städte? Also Washington. Washington. San Francisco. Ja. Das dritte muss ich raten, Las Vegas. Las Vegas, na wunderbar, Sie haben es erraten. Olga, Olga ist an der Love Story gescheitert. Ja. Olga, Sie sind an der Love Story gescheitert. Ja, ja, ich weiß. Ich hoffe, dass Sie nie an einer Love Story mehr scheitern werden. Bestimmt nicht. Hier ist ein Goldstück für Sie drin. Dankeschön. Nee, besser als gar nichts. Ja. Dankeschön fürs Kommen. Bitte. Wiederschauen. Wir sehen uns noch einmal, Frau Berg. Meine Herren, ich grüße Sie. Kommen Sie zu mir. Guten Abend. Guten Abend. Einer kommt aus Großbritannien und einer kommt aus Deutschland. Woher kommen Sie? Aus Großbritannien. Ja, wie heißen Sie bitte? David Barker. David Barker. Ja. Von wo kommen Sie? Aus Manchester. 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 Manchester kommt doch die schönen Stoffe her, ne? Sagt man. Immer noch? Na, nein. Na, na? Nicht so viel. Nicht so viel. So wie Motorräder, ne? Die Industrie verfällt ein bisschen. Die Industrie verfällt ein bisschen. Ich habe einen neuen riesen Hunger. Und Sie kommen von wo? Aus Gelsenkirchen. Aus Gelsenkirchen? Jawohl. Na, dann verstehen wir uns ja gut, sprachlich schon. Wie heißen Sie bitte? Hans-Joachim Schnitzler. Hans-Joachim heißen Sie? Zufällig, ja. Zufällig, ja. Ich auch nur zufällig. Ich habe mir den Namen gar nicht ausgesucht. Ja, ich auch nicht. Bei mir auch, purer Zufall. Hans-Joachim Schnitzler. Sind Sie verwandt mit dem Schnitzler, mit dem österreichischen Schriftsteller? Nein, ich habe es mal versucht zu verfolgen. Sie haben mal versucht, mit dem verwandt zu werden. Das glaube ich. Ja, das wäre schön. Ein großer Dichter. Gut. Ja. Wir stehen hier alle wie beim Strafstoß, die Fußballspieler, ne? Stehen auch alle so da. Sie? Manchester United, ne? Und Manchester United, wo stehen die jetzt in der Tabelle? Sind Sie ein Fußballfan? Ja. Ja, wie geht das in England? Jetzt dritte oder vierte Mannschaft. Dritte oder vierte? Ja. Na ja, na ja. Und sind Sie auch ein Fußballfan? Nicht so sehr. Sie müssen doch für Schalke. Müsste ich sein, ja. Ja. Aber es hält sich in Grenzen. Es hält sich in Grenzen? Ja. Ja, Schalke ist ja auch jetzt im Moment mal wieder, nicht? Ein bisschen aus dem Rennen, ja. Ja, ja. Man muss dann immer weiter aber wegfahren. In der zweiten Liga sind sie dann immer ganz gut. In der zweiten Liga sind sie, ja. Ja, ja, na ja. Das wird wieder was. In der vierten Herrenmannschaft bin ich auch noch gut im Tennis. Gut. Was treiben Sie so in Manchester? Ja, ich arbeite im Finanzamt, in der Regionalverwaltung. Regionalverwaltung, im Finanzamt? Ja. Was machen Sie denn? Kontrollieren so, ob da alles bezahlt ist? Ja, ein bisschen Buchhaltung und Beratung für die Erwählten. Von dem Landestag. Für die Erwählten, also für die Landtagsabgeordneten. Ja. Die müssen Sie beraten, ja. Damit die nicht zu viel Steuern zahlen, oder was? Ja. Zahlen die denn auch Steuern? Na, wenn Sie zum Beispiel eine Straße bauen wollen, wie viel das kostet. Das müssen Sie als Finanzbeamter ausrechnen? Ja. Das macht bei uns die Baubehörde, ne? Und dann kommt der Rechnungshof, so viel ich weiß. Und dann kommt der den Teppich hochhebt und dann die anderen, die das drunter kehren. Also das ist immer... Aber es ist überall anders, ne? Das macht bei Ihnen gleich das Finanzamt. Ja. Dann sind Sie ein gefürchteter Mann, da? Vielleicht. Vielleicht. Aber Sie sind unbestechlich. Eben, ja. Werde ich so bleiben.
habe da schon mehr Ablehnung gehört. Aber bitte, Sie sind ja noch jung. Gut. Woher sprechen Sie so gut Deutsch? Ja, ich habe es auf der Schule und auf der Universität studiert. Ach, Sie haben Deutsch studiert? Ja, Germanistik. Muss Germanistik, um Finanzbeamter zu werden? Ja, na leider, mit der Arbeitslosigkeit. Ach so, deswegen. Also das ist so eine Ausweich. Wollen Sie wieder zurück in die Germanistik? Oder ja. Haben Sie jetzt so viel Spaß am Finanzamt? Ja, nein. Nein, wieder auf die Uni gehen. Wollen Sie wieder ja. Zurück? Ach so, das ist nur so eine kleine Dings da. Okay, was machen Sie denn? Ich bin Steuerbevollmächtigter. Was sind Sie? Hören Sie mal, das ist ja Wahnsinn. Wo habt ihr mich denn hierher geschickt? Sie sind Steuerbevollmächtigter? Ja, also sein Gegenstück. Sein Gegenstück? Ach so, Sie sind Steuerberater sozusagen? Ja, richtig. Aha. Naja, wobei das also ein Finanzbeamter. Ja. Ich muss ja den ganzen Abend lügen, an allen Seiten. Denn das ist ja fürchterlich. Ne? Dann sagt er das schon. Sagen Sie es mir nicht, geben Sie mir es her, aber sagen Sie mir bitte nicht, ich glaube es Ihnen ja. Ne? Das Finanzamt glaubt er wieder gar nicht. Gut, also jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Tiere werden ja immer gern genommen. Wir haben jetzt Tiere. Lassen Sie erst mal die Tiere rauskommen. Die sind schon abendfüllend. Darf ich mal bitten, unsere lieben 4, 2 und wie viel Beine auch immer herauszukommen? Ja. Der will nicht, dabei kann der so schnell laufen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, das ist ein echter Löwe. Aber ich kann Sie beruhigen, die ersten 6 Reihen sind versichert. Sie sollen jetzt keine Tiere erraten. Denn das wäre ja nicht so schwer. Vielleicht würden Sie nicht wissen, dass das ein Emu ist. So ein schneller Straußenvogel, ein lieber Straußenvogel. Es ist mir eines völlig klar, meine Damen und Herren. Und Sie werden mir auch darin recht geben. Kommen Sie mit mir dahinter. Und Sie werden mir recht geben. Grüß dich. Dieses Känguru stiehlt uns heute Abend natürlich vollkommen die Show. Das haben wir schon... Habe hier schon auf den Proben festgestellt. Aber ich gönne es ihm. Was der kann, kann ich nicht. Das ist ein ungeheurer Tier. Und der ist wie ein Komödiant, wenn Sie lachen und klatschen, macht er immer mehr. So. Jetzt geht an Sie die Frage. Hörst du jetzt auf, sonst komm ich da mal rüber, du. Der knallt einem einen. Ich weiß, dass ich vielen damit eine Freude machen würde. Aber die Sendung ist dann gefährdet, wenn der mir mit seinen Krallen durchs Gesicht langt. Wir möchten gerne von Ihnen wissen, welches Tier ist am schnellsten, am zweitschnellsten und am drittschnellsten. Darf ich Sie bitten, ein bisschen der Gabi zu folgen? Bleiben Sie hier. Ich fange mit Ihnen an, David. David, ich fange mit Ihnen an. Jetzt muss ich dazu noch etwas sagen. Jetzt hör mal aus, sonst machen wir Suppe aus dir. Gibt's nicht? Aber es gibt Kängurufleisch, nicht? Wird gegessen, ja. Schmeckt das nicht? Geben Sie ihm doch mal seine Großmutter, was meinen Sie, wie der ruhig wird? Aber gegen den kommst du nicht an. Den muss man pausenlos füttern, sonst boxt er. Meine Damen und Herren, es gibt verschiedene Lexika, es gibt verschiedene Werke und da sind kleine Unterschiede in den Geschwindigkeiten, das wissen wir. Wir haben heute den ganzen Tag recherchiert und Professor Ciemek und auch sein Tierleben und Brems Tierleben, alles zusammen. Und Professor Ciemek hat endgültig entschieden. Wenn Sie anderer Meinung sind, wenden Sie sich an den Herrn Professor, vielleicht schaut er zu, guten Abend. Oder an die nächste Universität, die wird das also mit Herrn Professor dann abklären. Wir wissen jetzt jedenfalls genau, wer der Schnellste ist und der Zweite und der Dritte. Und Sie überlegen sich jetzt, was glauben Sie? Ja. Am schnellsten. Löwe, Rennpferd. Känguru. Känguru ist am schnellsten. Ja. Und am zweitschnellsten? Dieses. Wie also Emu. Und am drittschnellsten? Die Löwin. Die Löwin. Ja. Eins ist richtig. Das Känguru ist wirklich am schnellsten. Das kann bis zu 90 Stundenkilometern zurücklegen. 90
Und wenn du noch lange frech bist, dann bist du auf der Flucht mit 90, sage ich dir. So. Darf ich bitten, Herr Schnitzler? Jo, schön war's. Herr Schnitzler, gehen Sie da nicht so nah ran? Das ist gefährlich. Nein, ehrlich, der ist also munter, der Vogel. Jetzt frage ich Sie auch noch ganz schnell, damit wir, also die Show da von dem Känguru. Jetzt ist er wieder ganz lieb, wie er was zu fressen kriegt. Sehr menschlich. So, welches Tier ist am schnellsten, am zweitschnellsten, am drittschnellsten? Rennpferd, das ist ein Rennpferd, das ist wirklich ein Rennpferd. Ein Löwe, ein Windspiel, ein Emu oder ein Känguru? Was ist am schnellsten, zweitschnellsten, drittschnellsten? Also am schnellsten ist das Känguru. Am schnellsten ist das Känguru. Dann der Emu. Und der Emu, was ja gleich. Nein, dann der totes Emu. Rennen. Ah ja, und dann der Emu. Und dann würde ich das Rennpferd nehmen. Und dann würde ich das Rennpferd nehmen. Dann will ich Ihnen sagen, wie es genau ist. Am schnellsten ist das Känguru. Dafür bekommen Sie denselben Punkt. Wir haben noch einen von der Sorte, die David bekommen hat. Das Känguru. Am zweitschnellsten ist das Rennpferd. Das macht auch noch seine guten 70. Und am drittschnellsten ist hier unser Windspiel. Das hätten Sie nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich hätte zum Beispiel nicht Känguru gedacht. So, ich danke Ihnen. Gehen Sie noch eine Sekunde rüber. Ich danke Ihnen. Danke. Dankeschön. Und du gehst jetzt raus. Bring ihn raus, den Kumpel. Los, Raul. Wir haben gewusst, dass der den größten Blödsinn macht. Aber ich hoffe, meine Damen und Herren, hat Ihnen Spaß gemacht. So viel ich orientiert bin, ist es das erste Känguru hier in der Ostseehalle. Und das wollten wir natürlich auch genießen. So, meine Herren, jetzt kommt was ganz Besonderes. Wir treten gleich dahinter, weil es so schön ist, damit es die Herrschaften zu Hause gut sehen können. Vier, man könnte sagen, Grammophone. Das ist aus einer privaten Sammlung uns überlassen. Fummeln Sie also nicht dran rum, sonst geht's kaputt. Und der Herr Schoppmann, so heißt er nämlich, der Herr Schoppmann aus Ludwigshafen, er ist auch unten und passt auf, wird sonst mit Recht ungehalten. Die Dinger sind nämlich heute sehr kostbar. Das hat mal 30 Goldmark gekostet. So, jetzt mache ich mit Ihnen den Anfang und Sie sind so nett, David, und gehen einen Moment raus. Hier sind die Jahreszahlen und legen Sie die Jahreszahlen dahin, wo Sie glauben, dass es richtig ist. Das sind vielleicht Dinger, ne? Das habe ich noch gehabt, so eins. Das ist noch mit der Hand zu betreiben, stellen Sie mal vor. Mit der Hand, da machte meine, musste man sein Grammophon immer pausenlos drehen. Später kam das ja mit Feder. Nicht? Da drehte man nur einmal für jede Platte. Da musste man die ganze Zeit drehen. Holzarm. Ja. Macht nichts. $30 hat das gekostet. So, jetzt muss ich selber auch mal gucken. So, jetzt haben wir noch zwei. Eins brauchen Sie ja nur noch. Nehmen Sie das Richtige. Das ist schwer. Das ist schwer. Ja, natürlich ist das schwer. Die sind, aber die sind ja auch sehr, sehr ähnlich. Aber Sie, zu 50% haben Sie ja schon richtig geraten. Danke, jetzt reicht es, das wäre ja automatisch dann hier. 1938, 1898, das ist richtig, 1908, das ist auch richtig, und das ist das Älteste mit Handbetrieb, 1890. 1890 ist mein Schwiegervater geboren, glaube ich, ne? Ja, doch, der ist 93 geworden. Ja, 93 ist der geworden. Mal fragen, ob der noch so ein Ding hat, ne? Herzlichen Glückwunsch. So, in Ordnung, alles drei ist richtig. Oh! Da hätte ich sie ihm doch etwas zu leicht gemacht, ne? So. David, Mr. Barker.
Und das sind die Jahreszahlen. Nehmen Sie die richtigen, legen Sie hin. Aber Sie dürfen schauen. Das älteste ist 1890. Und das jüngste ist 1938. Ja. Die Sachen haben sich auch entwickelt, das kann man wohl sagen. Ne? Wenn Sie auf der Funkausstellung in Berlin waren. Dieses ist das modernste. Das ist das modernste. 1938 ist das modernste. Das tröstet mich. Das älteste. Das ist das älteste. Woher wissen Sie das so genau? Sie tun so, als ob Sie nichts falsch machen könnten. Hm? Na. 1898, das ist gehört. Das gehört dahin. Und damit haben Sie auch alles richtig gemacht. Jetzt frage ich mich nur. Oh, darf ich Sie bitten? Da muss ich jetzt wirklich fragen. Sie sind doch so jung. Welches Baujahr sind Sie? Ich meine, 1959. 59, also über 20 Jahre nach diesem Grammophon. Und Sie sind auch ein junger Mann. Sie sind 53. 53, immerhin, ne? Woher wissen Sie das? Ehrlich, das erstaunt mich wirklich. Sie haben das so ein Ding nie gesehen. Ja, interessiert einen halt auch mal. Und der neueste war eigentlich offensichtlich. Naja, das Koffergrammophon musste wohl das. Die wurden immer mickriger. Die wurden immer mickriger. Sie, ich bin von Ihnen der Älteste mit Abstand, aber doch nicht der mickrigste, oder? Bitte fangen Sie an. Würfeln Sie, Sie wissen beide alles, dann müssen Sie würfeln. Mhm. Das Finanzamt hat gewürfelt, jetzt kommt der Steuerberater. Da sieht man, die liefern sich manchen harten Kampf, dafür dürfen Sie jetzt einfach. Würfeln Sie doch herzhaft, schummeln kann man mit dem Ding gar nicht, weil es so also man denkt, man könnte so, dass er sich drei macht. Schon besser, starke Steigerung, um einen ganzen Punkt. Jetzt sind wir schon bei vier. Voll hinein. Manchester United. Vorwärts. Ja. Vorwärts. Gold nach Manchester. David, ich danke Ihnen. Dankeschön, Christoph. Wir sehen uns dann. Dankeschön. So. Das war ein hartes Ring. So, meine Damen und Herren, damit haben wir ja die Hälfte der Vorrunden rum. Jetzt etwas ganz besonders schönes, farbenfreudiges, rhythmisches, schön anzusehendes, versöhnliches. Denn Sie kommen aus Ungarn. Wir freuen uns immer, wenn wir auch Gäste aus den östlichen Ländern haben. Verlockend stehen Sie da mit so vielen Weinflaschen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, wenn ein Schlagerstar bei uns ist, dann wird hinterher immer gesprochen, dann sagt er immer, ja, ich gehe jetzt auf Tournee, nicht? Wir fangen jetzt in Essen an und gehe dann. Und ich finde es auch ganz in Ordnung, dass er ein bisschen Werbung für sich macht. Die Ungarn haben keine Lobby. Das mache ich jetzt. Wenn Ihnen das gefallen hat, es wird Ihnen gefallen, und Sie wollen mehr davon sehen, die gehen auch auf Tournee im November. Sie werden es dann sicher in der Zeitung lesen. Die kommen auch, was weiß ich, wohin nach Ludwigshafen, Darmstadt, Osnabrück und am Schluss sind sie in München im Deutschen Theater. Also ich mache mich jetzt zur Lobby des ungarischen Tanzensembles und würde mich freuen, nicht nur wenn es Ihnen gefällt, sondern wenn Sie dann auch noch mal hingehen. Und es wird Ihnen gefallen. Es ist Volkstanz in künstlerischer Vollendung, denn es sind alles Berufstänzer. Und ich begrüße jetzt das Tanzensemble Budapest. Guten Abend, bitteschön. Thank you.
Moment. Na? Sie sind da wirklich prima, ne? Drei Stunden lang sehen. Es sind Anrufe gekommen. Wegen der lieben Olga, weil sie doch ja was Richtiges gesagt hat. Aber man darf ja natürlich nur dreimal raten. Drei Versuche und bei den dreien muss eben möglichst oft richtig sein. Nicht noch vier und fünf und sechs Mal raten, dann kriegen wir im Laufe des Abends natürlich alles raus. Ich sage das nur für die Damen und Herren, die gedacht haben, wieso, die hat doch noch ein Richtiges gesagt. Olga, Sie genießen viele Sympathien. Es tut mir aber leid, es waren trotzdem nur zwei von den drei Versuchen richtig. Die Anrufe, die gesagt haben, das Känguru soll den Rest des Abends bestreiten, die will ich nicht gehört haben. Darf ich Sie... Guten Abend. Guten Abend. Darf ich Sie in die Mitte bitten? Ja? Gehen wir in die Mitte vor. Sie kommen von wo? Aus Belgien. Aus Belgien. Darf ich Sie auch um Ihren Namen bitten? Ich heiße Ida van Rilaar. Also Ida. Ida, ja. Und das zweite heißt wann? Van Rilaar. Van Rila. Ja. Ich werde mich auf Ida beschränken, wenn Sie nichts dagegen haben. Habe ich nicht. Ich danke Ihnen. Und Sie kommen? Aus Irland. Aus Irland. Und Sie heißen? Christine Yates. Christine? Ja, Yates. Ja. Yates. Ja. Yates, Christine Yates. Yates. Was machen Sie in Irland und von wo kommen Sie da? Also, ich komme aus Südosten im Irland. Südosten? Ja, in Wexford. 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 Und ja. Was treiben Sie in Wexford? Sie sind Deutschlehrerin. Ja. Ich habe sehr wenig Deutsch gelernt. Meistens Französisch. Ja. Leider. Gut, machen wir vielleicht die nächste Sendung in Paris. Da muss es mir dann ein anderer machen. Vielleicht Yves Montand. Ich bin überzeugt, der macht das sehr gut. Aber ich bin jetzt Studentin. Und jetzt studieren Sie Deutsch? Nein, jetzt studiere ich für einen Magister der Pädagogik. Ein Magister? Ja, und dann unterrichten. Wollen Sie unterrichten? Vielleicht später noch einmal. Ich weiß es noch nicht. Sie wissen es noch nicht. Nein. Aber Sie können doch gut Deutsch. Wo haben Sie es gelernt? Auf der Schule und an der Universität. Das ist doch prima. Ich kenne so gut Englisch. Und was machen Sie, Ida? Ich bin Hausfrau. Wo? Hausmutter. Hausmutter sind Sie? Ja, ich habe zwei Kinder. Ja. Also dann bin ich ja schließlich Mutter, nicht? Ja, Sie sind schon, sind Sie Mutter. Aber das lässt sich... Das lässt sich nicht leugnen. Auch wenn Sie nur ein Kind hätten, wären Sie schließlich Mutter. Ja, ja. Nein, nur weil Sie gesagt haben, Sie sind Hausfrau und Mutter, sind Sie Hausmutter. Bei ja. uns heißt Hausmutter, Hausmütterchen, das ist so eine ganz besonders fürsorgliche, die also im Gegensatz zu den meisten Frauen heute weder einen Beruf wollen, noch sich emanzipieren, sondern ich bin ein Hausmütterchen, nicht? Das ist, ich habe früher schon einen Beruf gehabt. Beruf gehabt, ja, aber ich bin jetzt eben nur noch Hausmutter. Gut, sind Sie Hausmutter. Ja. Gut, Hausmutter. Was haben Sie denn gemacht früher? Ich habe früher Sekretärin gemacht, ja. Ja. Und Deutsch, wo haben Sie das gelernt? Auch in der Schule? Ich habe früher in der Schule Sprachen studiert, ja. Aber ich habe immer ein lebhaftes Interesse an Sprachen im Allgemeinen gehabt und das für mich persönlich weitergebildet. Ich habe mich da weitergebildet. Ja. Aber wunderschön haben Sie das gesagt. Ja, Hausmutter, das finde ich schön. Ich würde Sie Hausmutter nennen. Hausmutter Ida. Hausmutter Ida, kochen Sie. Kochen Sie selbst. Ich koche selber, natürlich. Ja, naja, als Hausmutter, gerne und gut. Okay. Essen Sie auch gerne? Nein, Sie sind ja so schlank. Ich esse gerne, aber nur normale Sachen, wie sie bei uns im Lande üblich sind. Ja, da liegen wir aber jetzt ganz falsch. Und Sie? Ich koche nicht gut. Sie kochen nicht gut? Ich esse sehr gerne. Sie essen sehr gerne. Es geht nämlich jetzt hier, das riecht man schon bis hierher, um internationale Küche. Hausmutter, ich fange mit Ihnen an, ja? Weil Sie gerne, bitteschön. Jetzt gehen wir dahinter, meine Damen und Herren. Hier sind fünf Tische aufgebaut. Ja. Darf ich Sie bitten, hier hinter? Und Sie sollen erraten, aus welchem Land stammt dieses Gericht? Die Köche sind original, die Speisen sind original, es ist alles original. Sie können sich das anschauen. Gehen wir hier hinten rum, es ist besser für unsere. Ja. Erst anschauen und dann sagen, wo das Gericht, in welches Land das gehört. Und machen Sie sich keine Sorgen, meine Damen und Herren, dass hier Lebensmittel vielleicht verschwendet werden. Es wird alles aufgegessen nach der Sendung. Bin ich fest überzeugt. Das kommt aus Spanien. Das kommt alles aus Spanien. Da muss ich mal eben sehen, ob das stimmt. Moment.
Stimmt, Rioja. Gut. Das ist richtig. Wenn Sie glauben, Sie wissen es, jeder Meister ist schon ein halber Artist. Keine Angst. Da isst man direkt am Herd dann. Hier würde ich sagen, etwas Arabisches. Etwas Arabisch, aus einem arabischen Land. Sehr richtig. Genau genommen ist es Ägypten. Aber Arabien genügt, arabisches Land. Sehr gut, es sind zwei. Jetzt brauchen Sie nur bei den beiden, oder hier in der Mitte sich ein bisschen aufzuhalten. Was machen wir denn? Lamm, ne? Ich darf doch vor der Vorstellung nichts essen, sonst kriege ich die Hose nicht zu. Dann nehme ich an Japan. Japan, jawohl, alles richtig. Dankeschön. Gut, bitte nehmen Sie Platz wieder. So. Gehen Sie dahinter, schauen Sie es erst an und dann sagen Sie, aus welchem Land dieses Gericht stammt oder das nächste oder eins von den fünf. Drei wäre nett, wenn Sie raten würden. Sie können auch erst schauen, Christine, und riechen. Schmeckt gut. Es riecht gut und schmeckt. Das ist wirklich ein Spanferkel. Möchten Sie was trinken? Warum nicht? Warum nicht? Meine ich auch. Ah, Wunder. Ah, ja. Ha. Vielen Dank. Hier, ein... Nein, danke. Das ist zu... Ein bisschen gefährlich, glaube ich. Ist das gefährlich, ja? Warte mal, ne? Kampai, ne? Ist doch ungefährlich. Ja? Jetzt machen wir uns mal langsam ans Raten. Vielleicht links außen anfangen. In dem Land gibt es auch Fernsehen, was? Ja, ja. Kinder, so richtig schön essen ist schon was Feines. Ne? Es gibt Leute, die sagen, für Essen könnte ich nicht so viel Geld ausgeben. Aber doch lieber gut essen als ein paar neue Strumpfhosen, oder? Also finde ich schon. Schön, ne? Ja. Merken Sie, was ich ein väterlicher Esser bin? Ein Stück Wein probieren? Warum nicht? Warum nicht? Bitte schön. Auch gut, ne? Das habe ich auch gern. Das haben Sie auch gern, ja. Also Ihre Begeisterung ist groß, aber jetzt müssen Sie mal irgendwas erraten. Jetzt ist es nicht so einfach. Jetzt ist es nicht so einfach, ja. Essen und Trinken ist am leichtesten. Also... Vielleicht aus Spanien. Jawohl, nicht vielleicht, bestimmt aus Spanien. Meeresfrüchte. Die ganze Kieler Förde haben wir extra leer gefischt. Die anderen sind dich nicht so sicher. Die anderen sind sie nicht so sicher. Na, hier zum Beispiel haben wir doch diese scharfe Sache eben getrunken. Oder ich habe das für Sie mich geopfert. Noch nicht. Noch nicht. Na, was? Also, was? Ja, das ist Spanien. Und Sie meinen darf das? Ich? Rechts außen, meinen Sie, was ist das? Nein, welches? Das ist doch alles toll, die Leute. Ist doch alles toll. Italien? Nein. Italien mit der Wasserpfeife. Ich meine, die machen ja viel. Aber das kann man. Leider kann man nicht. Leider das, ich sag's Ihnen, das ist ein arabisches Land, aber genau genommen ist es Ägypten. Couscous in Italien, ja. Ja, Kuss in Italien, aber doch nicht Couscous. Und hier? Hm? Dieses Spanferkel? Och, du Kleines, hm? Guck ganz traurig, werde ich auch, wenn man da so liegt, ne? Laberstein. Ja, mit Laberstein. Ja, ja, die sollen nicht helfen. Noch eine Chance haben Sie noch. Was halten Sie von ihm? Er ist ja Japan. Japan, ja, das ist ein zweiter Punkt. Ah, könnte ich vielleicht noch... Wollen wir nicht jetzt doch noch einen kleinen Schnaps trinken? Einen kleinen Schnaps. Ich habe mich so wahnsinnig aufgeregt. Ein Geschenk? Oh, bitteschön. Oh, was für ein Geschenk. Bitte sehr. Ein japanisches Geschenk. Wie ist das denn mit dem Schnaps noch? Die Dame ist jetzt... Denn der Dame ist so flau geworden. Bitte schön. Nicht so einen großen, aber so reicht's doch. So.
Nein, ich bin natürlich so aufgeregt, was muss man, also, muss man verstehen, wa? Nicht damit, ja. Ist gut, ne? Sie möchten nicht alles trinken, ne? Nein, nein. Nein, das ist gut, danke. Für Sie. Dankeschön, bitteschön. Darf ich Sie bitten, ja? Aber ich rufe die Herrschaft, ich komme sofort zu Ihnen. Das war also, wie gesagt, Ägypten, das ist Polynesien. Polynesien, mit Ananas und mit allem, kann man gar nicht alles aussprechen. Alles verschiedene Säfte und Sachen, wunderschön. Und Spanferkel, mein liebes Kind, du wirst den Abend nicht überstehen, das verspreche ich dir. Ne? Das ist Japan, haben wir schon gehört. Japan, jawohl, zack, zack. Hm? Messerwetzen. Und das hier ist Mexiko. Mexiko. Was trinkt ihr denn in Mexiko, sag mal? Das weiß ich. Das ist aber sehr leicht, ne? Nee, ehrlich, das ist leichter Wein. Den Spanischen haben wir schon probiert. Ich danke Ihnen, meine Herren. Das war eine Runde so ganz aus meinem Herzen. Jetzt gehen wir in die Mitte. So. Jetzt schauen wir mal. Die Hausmutter hat 3 Punkte. Hausmutter hat ja alles richtig gemacht. Und Christine, 2 Punkte. Da ist ja noch alles drin. Jetzt kommen ein paar Herren. Denen fehlen nur noch die Anzüge. Jetzt gehen wir vom Essen zur Herrenmode durch die Jahrtausende. Darf ich jetzt mit Ihnen den Anfang machen? Hausmutter, sind Sie so nett und gehen da drüben hinein? So, Christine, kommen Sie. Ich mache es Ihnen ganz leicht. Dies ist Napoleon, wie ihn keiner kennt. Dies ist Mao. Und da drüben ist Cäsar. Cäsar, Gaius Julius, der das schlimme Ende genommen hat. Aber er hat ein Buch geschrieben, Germania est divisa in partis res, so geht das los. Da hat er viele mit geschunden. Macht nichts. So, Sie sagen mir, was die einzelnen Herren anziehen sollen. Ich stürme sofort hin und hänge denen das um. Also. Sie möchten, was soll Cäsar anziehen? Dieses? Dieses. Cäsar im Harnisch. Er war ja oft im Harnisch. So. Moment. Steht ihm aber gut, ne? Sehr schön sieht das aus. Was hätten wir noch? Für Mao. Den berühmten Maluk. Sie können schon weitermachen. Ich mache das alles für Sie. Es ist sonst nicht meine Art, Herren anzuziehen, aber bitte. Für Sie tue ich alles. Vielen Christine, Dank. Bitte sehr. Vielen Dank. Napoleon ist an allem schuld, wie gesagt. Aber nicht daran, wenn Sie es nicht atmen. Das ist wirklich schwierig. Majestät werden verzeihen. Das sieht nicht schlecht aus, aber er sieht ein bisschen mehr aus wie Marlon Brando jetzt, ne? Das ist falsch. Und das ist richtig und das andere ist auch richtig. Na, schlecht, sind wieder 2 Punkte. Moment, ich muss sie schnell wieder ausziehen. Lass nur, mir ist es egal, ich schwitze sowieso. Hoppla. So. Ida. Ja, wo ist denn unsere Ida? Die war noch nie so früh da. Ich stürme Ihnen entgegen. Schließlich sind Sie ja auch Mutter, darf ich bitten gebrauchen. Napoleon. Was soll er anziehen? Oder wollen Sie anfangen mit Mao? Oder mit Cäsar, wie Sie wollen. Wenn Ihnen Cäsar mehr liegt. Ja, das ist ja der richtige Mao-Look, könnte man schon sagen, nicht? Ja. Ja. Mao. So. Sehr gut. Das. Was hätten Sie jetzt hier gerne? Da möchten Sie diesen haben. Sie können schon zum Napoleon gehen, der wartet schon auf Sie. Ave Cäsar. Na. Ich zweifle. Den möchten Sie haben? Ich denke den da. Sie denken den da? Ja.
Ida! Stimmt's? Ida, alles stimmt. Oh. Im Anziehen von Männern sind Sie spitze. Gold für Irland. Ich danke Ihnen fürs Mitmachen. Kommen Sie gut wieder heim. Vielleicht sehen wir uns nachher noch. Sie trinken so gerne, nicht? Ja. Ich auch, ja. Wir sehen uns in der Zwischenrunde. Meine Herren, ich begrüße Sie. Kommen wir in die Mitte. Wir dürfen in die Mitte gehen. Ich begrüße Sie nicht minder herzlich. Sie kommen von? Niederlande. Von den Niederlanden? Ja, ja. Jawohl. Wie heißen Sie bitte? Ronald Kramer. Bitte? Ronald Kramer. Roland Kramer aus den Niederlanden. Und ja, was machen Sie dort? Ich arbeite im Informationsamt der Gemeinde Herzogenbusch. Das Herzogenbusch, das ist ein S davor, ja, nicht? Wieso? Was, warum heißt das? Ich weiß das nur, weil ich deine Werft kenne. Was ja, heißt das S? Das Herzogenbusch. Ja, S, das ist eine niederländische Verbeugung des Herzogenbusch. Eine Abkürzung? Ja. Beugung, die Wälder des Herzoges. Des Herzoges. Ach, das heißt die Wälder? Des Herzoges. Ja, die, ja, Wälder des Herzogs, ja, habe ich dir das zugedacht. Das Herzogenbusch. Herzogenbusch heißt Wald des Herzogs. Und wenn man Herzogenbusch... Wir haben speziell für die Deutsche einen neuen Namen gemacht. Ja. Herzogenbusch. Herzog, habt ihr gemacht? Ja, ja. Das Dienst am Kunden. Fremdenverkehr. Kommt ihr weiter vor. Ah, Herzogenbusch. Das Herzogenbusch. Also das heißt des. Das ist also Skulis Krawatte. Stimmt doch, ne? Ja, ja. Skulis Krawatte. Ja, man muss sich auch in Sprachen fortbilden. Die Ida hat eine ganze Menge gelernt. Ne? Man möchte ja auch. Und Sie kommen aus Österreich. Ja. Aus Österreich. Von wo dann? Aus Rom, bei Innsbruck. Bei Innsbruck? Ja. Oder... Nee. Innsbruck, ja. Ja, so ein bisschen. Ja. Ja. Was machen Sie dort? Ich bin Systemberater bei einer Computerfirma. Systemberater? Sie schlagen es vor mit... Oh, das ist eine furchtbar, ja, ja, komplizierte Sache. Ungefähr. Ich habe schon mal einen Kollegen von Ihnen hier gehabt. Ja, 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 aber der war nicht aus Österreich. Darf ich Ihnen noch um Ihren Namen bitten? Wilhelm Holzhammer. Holzhammer? Holzhammer. Sie gehen mit dem Holzhammer an die Elektronik ran, wenn das mal gut geht, was? Schön. Dann schauen wir uns das mal an. Hier kommen nämlich jetzt furchtbare Sachen rein. Es war ja ein langer, warmer Sommer und da sind die Früchte ein bisschen ausgeartet. Die kommen jetzt rein, diese Früchte. Schauen sich diese Dinger an. Wir stellen uns hier hin und stellen uns jetzt, bescheiden wie wir sind, hinter die Kerne. Da sind sie. Und wir gehen... Darf ich Sie bitten? Das ist nur wegen der Kameras, damit die ein bisschen besser schauen. Ich mache mit Ihnen den Anfang. Es ist ganz leicht, hoffe ich. Ich stelle Ihnen zunächst mal die Früchte vor. An Ihren Früchten sollte es... Dies soll eine Kirsche sein. Das sehen Sie am Stängel. Es ist keine Tomate, eine Kirsche. Das ist eine Dattel, das ist ein Pfirsich, das ist eine Pflaume und das Avocado. Und hier sind die entsprechenden Kerne. Und jetzt müssen Sie sagen, in welche Frucht gehört welcher Kern? Ja, die Kirsche. Lassen Sie sich Zeit, ja, nicht, dass wir da was falsch machen. Dreimal dürfen Sie raten. Dies hier soll wohin? Das ist von der Kirsche. Das ist ein Kirschkern. Ja. Dann stellen wir mal dahin. Das ist Obst, wa? Die letzte ist von der Pfirsich. Das letzte ist für Pfirsich. Ja. Und jetzt noch eins. Ja, ich glaube, dies ist Avocado. Sie glauben, dies ist Avocado? Ja. Glauben heißt nicht wissen. Ich kann Sie trösten, Sie wissen es. Es ist alles drei richtig. Dankeschön. Moment! Fahrt Sie mal gleich wieder zurück. Wenn wir Sie davor stehen lassen, ist es zu einfach. Denn Sie stehen zufällig auch gerade alle richtig. So. Herr Holzhammer. Herr Holzhammer, das sind die Früchte. Kirsche, Dattel, Pfirsich, Pflaume, Avocado. Wir haben es alle ziemlich gleich groß gemacht. Hier sind die Kerne. Und jetzt sollen Sie sagen, welcher Kern wo hineingehört. Schauen Sie es genau an. Das ist der Pfirsich. Das ist der Pfirsich. Das ist der Pfirsichkern. Ist ja ein Glück, dass Sie nicht so groß sind in Wirklichkeit, nicht? Ja. Schwierigkeiten, sowas auszuspucken. Tja.
Das ist hier, die Dattel. Das ist die Dattel. Ich gehöre nicht dazu. Steht nur zufällig hier. Eine Zwetschge. Eine Pflaume. Ja, ja. Oder Zwetschge, ist auch richtig. Ja. Sie haben sogar zwei andere genommen, ist auch richtig. Sehr gut. Meine Herren, darf ich bitten, das Obst zu entfernen? Jetzt gehen wir ins Theater. Das ist hier unser Staatstheater. Jetzt sehen Sie, kommen Sie zu mir, immer bei mir bleiben. Jetzt sehen Sie kleine Spielszenen und aus denen geht jedes Mal ein berühmter Mann hervor. Und das werden Sie sich jetzt anschauen und dann sagen, das war der und der. Ein ganz berühmter Mann. Ich bin überzeugt, Sie wissen das alles. Nicht Vorhang auf, sondern Theater auf. Wir begrüßen in der ersten Szene Werner Schumacher und Horst Keitel. Meine Herren, Dank fürs Kommen. Bitte schön. Also, was wollt ihr? Könnt ihr nicht reden? Was soll das Geschriebene? Es ist nicht geschrieben. Schaut es an, Meister Fust. Ein Blatt der Bibel. Ich kann 100 gleiche davon machen. Und so von jeder Seite der Heiligen Schrift und von jeglicher Schrift. Das kann jeder geschickte Holzschneider. Glaubt ihr, ihr seid der Erste, der auf diesen Gedanken gekommen ist? Es ist nicht in Holz geschnitten. Gut, sondern in Kupfer gestochen. Schaut die Lettern an, schaut die gleichen Lettern an. Nicht schlecht. Es ist eine wie die andere. Es ist immer nur eine. Ich mache einen Buchstaben, den nenne ich den Vater. Ich gieße eine Form um ihn herum, die nenne ich die Mutter. Auf diese Weise kann ich in einer Form so viele Lettern gießen, wie ich brauche, um alle Buchseiten der Welt damit zusammenzusetzen und wieder auseinanderzunehmen, wenn die Farbe auf dem Pergament ist. Was für eine Farbe? Meine Erfindung, mein Geheimnis. Und wie bringt ihr sie aufs Pergament, dass sie fest sitzt und gut steht? Mit einer Presse. Auch meine Erfindung. Das hört sich nicht schlecht an. Was also wollt ihr? 800 Gulden. Wofür? Um die ganze Bibel zu drucken. Was gibt ihr mir als Sicherheit? Meine Werkstatt kann ich nicht zahlen, könnt ihr drin weiterarbeiten. Gut. Darauf, Meister, könnt ihr Gift nehmen. Ich fürchte, ich werde dran zu schlucken haben, bis an den Rest meiner Tage. Vielen Dank. Die Bühne dreht sich und jetzt begrüßen wir Gernot Endemann, Günther Gellermann und Herbert Tennigkeit. Meine Herren, darf ich bitten? Vorsicht, Signori! Der schiefe Turm hat es in sich. Ich will meine Fallversuche vor euch machen, aber nicht mit euch. Seht ihr, hier habe ich eine Kugel von Holz, hier eine von Eisen. Welche fällt schneller? Aber Professor, das ist doch klar, die von Eisen. Warum? Na ja, weil sie schwerer ist. Nein, die von Holz fällt schneller. Warum? Weil sie leichter ist. Alles, was leichter ist, bewegt sich schneller. Ich behaupte... Sogar nach unten. Ich behaupte trotzdem, sie fallen beide gleich schnell. Und ich sage euch voraus, wie schnell. 3 Sekunden. Ihr könnt uns viel erzählen. Wie wollt ihr das so genau nachmessen? Keine Uhr ist so exakt. Doch. Diese hier. Das soll eine Uhr sein? Das ist ein Pendel. Es braucht 1 Sekunde, um einmal hin und her zu gehen. Genauer geht nichts. Das ist so Unsinn. Je weiter ihr es aus der Ruhelage hebt, desto länger braucht es. Ihr redet Unsinn, Signor Patipaglia. Umso schneller schwingt es, umso kürzer braucht es. Nein, Signori. Es braucht immer 1 Sekunde. Auf die Länge kommt es an. Und ich glaube, eines Tages wird es mir auch gelingen, mit einem Pendel eine veritable Uhr zu konstruieren. Die Zeit messen mit einem Pendel? Oh. Das ist so verrückt, als wollte man die Erde sich um die Sonne drehen lassen. Ihr wisst nicht, wie recht ihr habt. Ihr behauptet, die Erde bewegt sich um die Sonne?
Ein Größerer hat es behauptet und ich folge ihm. Tja, aber das ist Ketzerei. Und sie bewegt sich. Aber lassen wir das. Ich werde noch genug Ärger damit haben. Okay. Und in der letzten Szene sehen wir jetzt Peter Kock, Peter Bernhard, Franziska Stolze, Günther Hutsch und Karin Eckhold. Na los! Hau ruck! Einmal kräftig gedreht und schon ist er durch. Und jetzt noch die Lady durchgedreht. Einer zieht, einer schiebt. So, geschafft! Da haben Sie sich aber wieder mal was ausgedacht. Ist das die feine Art, seine Gäste sich durch ein Drehkreuz drehen zu lassen? Fein vielleicht nicht, aber nützlich. Wer weiß, vielleicht werden wir in 100 Jahren auf solche Methoden der Energieerzeugung angewiesen sein. Was denn? Sie machen Energie aus uns? Sozusagen. Sie haben, Mrs. Enderby, dankenswerterweise ein paar Gallonen Wasser mehr in den Tank auf dem Dach meines Hauses gepumpt. Die lasse ich jetzt, sachte, wieder runterrauschen, treibe damit einen Dynamo an. Ihre Erfindung? Nicht ganz. Ich habe ihn nur verbessert. Dieser Dynamo liefert den Strom für dieses hier. Oh. Fantastisch. Eine Birne, die glüht. Ganz recht. Nennen wir sie Glühbirne. Ihre Erfindung? Wieder mal nicht ganz. Aber ich habe sie brauchbar gemacht. Schätze, das Ding hat seinen Markt. Wie führen Sie den Strom zu? Mit einem Kontaktgewinde. Es sollte Ihren Namen tragen. Verdient hat er sowas schon lange. Ja. Er hat ja aus allem was gemacht. Telegraph und Telefon, Mikrofon und Megafon und 100 Sachen mehr. Richtig funktionieren tut das alles erst durch ihn. Und dafür soll er hochleben. Ja, for he's a jolly good fellow. Danke, das genügt schon. Das sind wir. Das, Ladies and Gentlemen, sind Sie. Und das ist nun wirklich ganz allein mir eingefallen. Hübsch. Aber ob sowas eine Zukunft hat? Danke sehr. Theater zu. Herr Holzhammer, kommen Sie zu mir. Sie sind so nett und gehen mit der Gabi ein bisschen drüben rein. So. Die Reihenfolge ist gleich, aber ich sage es nochmal, um Irrtümer zu vermeiden. 3 Versuche haben Sie natürlich nur. Ja. Wer war's? Gutenberg. Gutenberg war der Erste, ja. Galileo Galilei. Galileo Galilei. Und Fallgesetz hat er wirklich gemacht am schiefen Turm zu Pisa. Ja? Und der Dritte? Thomas Alva Edison. Edison, richtig gut. Mehr kann man nicht wissen. Bitte nehmen Sie Platz. Ronald, Mr. Kramer. Jetzt Ihre Sache. Ja. Wen haben Sie erkannt? Ja, wir denken immer, dass ein Holländer den Buchdruckkunst erfunden hat. Ja, aber da haben Sie völlig recht, das behaupten nämlich die Franzosen auch. Ja. Aber ich glaube, dies war Gutenberg. Dies war Gutenberg. Und die zweite, dachte ich, Galileo Galilei. Ja, und die haben Sie gut gedacht. Und das Thomas Alva Edison. Jawohl, auch richtig. Ja, was machen wir denn da? Das sind, meine Herren, Sie haben beide gewonnen und jetzt muss einer verlieren. Ich fange nicht wieder an, über den Würfel zu reden. Ich weiß, es ist fürchterlich, wenn Menschen so viel wissen und ein Würfel entscheidet. Aber es gibt im Leben andere Dinge, die entschieden haben für dies und jenes. Und man wundert sich auch nicht drüber. Man kann nichts ändern. Wir haben alles versucht. Das ist das Beste. Wer macht den Anfang? Ja. Zwei. Übrigens in Frankreich, der hieß, wenn ich mich recht entsinne, verbessern Sie mich, Estienne. Estienne war der Erfinder der Buchdruckerkunst in Frankreich. Wie der Russe heißt, weiß ich nicht. Die haben ja auch alles erfunden. Ja, bitte? Ah, mit rückwärts. Na, so doll war es auch nicht. Also, aber immer, ich danke Ihnen. Okay. Kann man nichts machen. Sie waren hervorragend. Okay. Dankeschön. Ja. Wir sehen uns dann nochmal. So, meine Damen und Herren. Mir tut das auch immer leid mit dem Würfel, aber was sollen wir machen? Wir müssen ja auch dann dran denken, dass wir heute nur eine Stunde überziehen können. Fürchten Sie nichts, meine Damen und Herren.
Jetzt habe ich die Freude, einen Weltstar anzusagen, eine große Künstlerin, wirklich einen Weltstar. Sie hat etwas geschafft, was, soweit ich informiert bin, noch keine Sängerin geschafft hat. Sie war zur gleichen Zeit in 12 Ländern die Nummer 1 in einer Hitparade. Zur gleichen Zeit, dafür hat sie auch einen Riesenpreis, einen World Oscar bekommen. Und sie hat schon über 55 Millionen Schallplatten verkauft. Und ich will gar nicht so viel reden, Sie kennen sie alle. Ein Name, kann man wirklich sagen, nur ein Name, kein Vorname, kein Nachname, ein Name und Sie wissen alles. Dalida. Viel Freude. Gab nicht auf den Regen acht. Der Zufall nahm mich bei der Hand, so fand ich zu dem Restaurant, das damals unser Treffpunkt war, als ich dich jeden Abend sah. Buonasera Fantasie, manche Träume sterben nie,
Ich sitz an dem kleinen Tisch hier ganz allein und alles ist wieder erwacht. Buonasera Fantasie, manchmal denk ich irgendwie, ist das Leben wie ein Weg durch eine Nacht. Wir hatten beide wenig Geld, doch dafür umso mehr Ideen. Wir wollten tun, was uns gefällt und völlig neue Wege gehen. Wir diskutierten nächtelang. Du warst der Kopf, ich das Gefühl. Dann fing der Ernst des Lebens an und unser Kartenhaus zerfiel. Buonasera Fantasie. Manche Träume sterben nie. Ich sitz an dem kleinen Tisch hier ganz allein und alles ist wieder erwacht. Buonasera Fantasie. Manchmal denk ich irgendwie, ist das Leben wie ein Weg durch eine Nacht. Heute hast du sicher eine Frau, vielleicht auch den erträumten Sohn. Und du weißt heute schon genau, was dir mal zusteht als Pension. Doch kämst du jetzt durch diese Tür, würd ich vergessen, was geschah. Und wieder glücklich sein mit dir, wie damals, als ich 20 war. Buonasera Fantasie, manche Träume sterben nie. La 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 la, und alles ist wieder erwacht. Buonasera Fantasie, manchmal denk ich irgendwie, ist das Leben wie ein Weg durch eine Nacht. So, meine Damen, meine Herren, übrigens, ich muss noch etwas sagen, dieses Känguru ist nicht zu verkaufen. Es haben sich, viele möchten gerne dieses Känguru haben, ich würde es Ihnen auch nicht raten. Ich würde es Ihnen nicht raten. Oder Sie haben eine 48-Zimmer-Wohnung. Und die ersten 24 sind am ersten Tag schon hin. So, eine Dame, noch eine Dame, die Herren mischen und auch hier ist es jetzt der Zufall, wie beim Würfeln, und das macht was aus, mit wem Sie in die Zwischenrunde gehen. Dame bringt sie vielleicht in die Endrunde oder auch nicht. Wir nehmen gleich das nächste. Hausmutter. Hausmutter und Steuerberater. Und hier die seriösere Abteilung, Datenverarbeitung und Sekretärin eines großen Verbandes. So. Dann mache ich mit Ihnen den Anfang. Sie sind so nett und gehen da drüben rein. Aber, ne? So, passen Sie auf. Jetzt geht's los. Dies ist ein kleines Elektroauto. Das fährt, wenn man diese beiden Dinger nach vorne macht, dann fährt es nach vorne. Wenn man nach hinten macht, fährt es nach hinten. Und wenn man das zurück macht und das Ding, dann dreht es am Fleck. Das ist alles. Wer von Ihnen möchte damit fahren und wer möchte die Fragen beantworten? Ich kann nicht fahren. Sie können nicht fahren. Es ist kein Auto. Aber Sie möchten es auch damit nicht versuchen. Nehmen Sie es auf sich. Da hinten starten Sie zwischen den beiden kleinen, wie nennt man die Dinger? Da steht auch mal so auf den Straßen, diese kleinen Ottos da, diese rot-weißen. Oh ja. Und dann fahren Sie durch das Tor, um diesen... nee, dahin, hallo! Ja, ja, ja. Dahin, davor. Einmal um diese Säule herum, ist alles Schaumgummi, es kann nichts passieren. Und wieder zurück. Und wenn die erste Frage nicht beantwortet ist, haben Sie dazu 40 Sekunden Zeit. Bei der zweiten 30 und bei der dritten 20. Man denkt, es wäre so fürchterlich einfach. Wir werden uns das dann mal
anschauen. Es geht los. Vor 10 Jahren bestieg Schwedens König Karl Gustav den Thron. Der wievielte Karl ist er? Darf ich es nochmal hören? Ja. Jetzt, vor zehn Jahren ist Schwedens König Karl Gustav gekrönt worden. Ja. Karl Gustav. Aber da kommt noch etwas. Karl der wievielte? Gustav. Schwedische Könige heißen ja Karl, der Sohn so vielte, ja. Gustav von Schweden. Der erste. Der wievielte Karl ist das? Sie meinen der erste? Ja. Karl der erste, Gustav von Schweden. Karl Gustav. Nee, das heißt ja Karl der Nste. Ach so. Gustav von Schweden. Ach so. Der wievielte Karl, nicht der wievielte Gustav. Der 12. Oh, ich kenne doch Karl den 12. Ich bin keine Geschichtskenntnis. Das war Karl der 16. ist das jetzt. Karl der 16. Darf ich bitten, in 40 Sekunden dadurch um die Säule und zurück. Stoppuhr. Bitte, los. Und nix um. Und jetzt darum, ja. Um. Hier geht's lang. Um. Vorwärts. Und da hinein ist nämlich. Na. Oh. Nix umschmeißen. Und da wieder. Dadurch. Ei! Wieder. Das war eine Spitzenleistung. Gehen Sie gleich wieder an den Start. Vor 500 Jahren wurde Martin Luther geboren. In welchem Jahr starb er? Also vor 500 Jahren wurde er geboren. Also ist er geboren 1483. Und wann ist er gestorben? 1500. Richtig. Und? Über 17 war er, das ist klar. Ja. Ich muss raten. Sie müssen raten, deswegen sind Sie gekommen. 1534. Nein, 46. Darf ich bitten? Okay. 50. Ich hätte es aufs Jahr auch nicht genau gewusst. Aber wenn man die Lösung in der Hand hat, ist man sehr viel souveräner, glauben Sie mir. Los! Ui, der fegt aber jetzt durch. EDV, ein Dollarfahrer. Oh, und dazwischendurch. Ja! Oh, der macht aber sehr gut. Sehr gut. Innerhalb der Zeit leicht. Und jetzt, was hatten wir? 20 muss es jetzt sein, ne? Bitte? 20. Jetzt ja. 30, 25, beides glatt erfüllt. Jetzt käme noch 20. Aber, wollen Sie nicht mal jetzt einmal noch so? Wie heißt die Raumsonde, das ist die erste dieser Art, die unser Sonnensystem am 13.06. jetzt 1983 verlassen hat? Die hat zum ersten Mal das Sonnensystem verlassen. Das war eine berühmte Raumsonde. Gibt es nur eine davon, die das Sonnensystem verlassen hat? Voyager. Niet. Nein? Pionier 10. Sie sind ein Pionier des Elektrokarrens. Und jetzt muss es in 20 Sekunden geschehen. Jetzt. Achtung, bitte. Hey, da knirscht dann alles. Die ganze Piste knirscht. Geht aber wie ein Salz geht. Und? Ja. Na? Ja. Da haben wir es auch noch durch. Hey! 18 Sekunden, bravo! Alle, wir haben alles beantwortet. Ja. Besser kann man nicht machen. Sehr gut, gratuliere, bitte nehmen Sie Platz. Alles richtig, 3 Punkte. Der Niki Lauda des Elektrokarrens aus Innsbruck. Wer von Ihnen möchte denn nun diesen Elektrokarren fahren? Er fährt, ist Ihnen schon völlig klar. Sie fahren, bitteschön. Warten Sie noch eine Sekunde hier. Ich komme sofort. Ich will nicht, dass wir so schnell nochmal verknurfeln. Nehmen Sie Platz. Diese beiden Hebel, beide gleichzeitig nach vorne.
fährt er geradeaus, ne? Zack. Mhm. Beide zurück, fährt er rückwärts. Rechts geht er rechts rum, links geht er links rum. Klar? Mhm. Okay. Er ruckt ein bisschen, aber mein Gott. Sind Sie bereit und willens? Voll konzentriert. Stellen Sie sich vor, das wären alles Finanzbeamte, die Sie umfahren müssen. Es geht los. Vor 10 Jahren, wenn Sie mich nicht verstehen, sagen Sie es gleich. Ja. Ja? Vor 10 Jahren bestieg Schwedens König Karl Gustav den Thron. Der wievielte Karl ist er? Karl, der Sohn so vielte Gustav von Schweden heißt er. Und die haben schon viele Karle gehabt. Fünfte. Der fünfte? Der 16. In 30 Sekunden. 40, oh pardon. In 40 Sekunden, naja. In 40 Sekunden, Herr Schnitzler, hier durch, um die Säule und dahin, wo Sie herkommen, wieder zurück. Achtung, fertig, los. Nach vorne. Ja. Das hat leider nicht gereicht. Zurück auf die Ausgangsposition. Ein Glück, dass das nicht Beton war. Fährt jemand den Wagen zurück oder wollen Sie selber zum Üben? Also mal so. Vor 500 Jahren... Das ist ein Mistding. Das ist lustig, ne? Die Dinger sind prima. Wir haben den ganzen Tag damit rumgekurft hier. Vor 500 Jahren wurde Martin Luther geboren. In welchem Jahr starb er? Also 1483 ist er geboren. Ja, 1500. Ist extra schwierig, damit er Auto fahren kann. Er war geboren in 1483, vor 500 Jahren, genau, das ist ja das Lutherjahr. Ja, ja. 1558. 46. Naja, was soll man machen? Er fährt doch so gerne. In 30 Sekunden, Herr Schnitzler, auf geht's. Fertig? Los! Nicht zittern. Ja. Und jetzt um die Säule. Hier ist die Säule. Die Säule ist hier. Moment. Ja, das sieht schon was anderes aus jetzt. Und jetzt durch. Jetzt kommt der Bogen wieder. Ja. Nicht zaudern. Nicht zaudern. Durchfahren, durchfahren. Richtig, und dadurch. Zack, und? Bitte? 32. 32. Und jetzt bei der dritten muss es in 20 Sekunden sein. Herr Schnitzler. Kann ja auch nichts. Sie können wenn nichts dafür. Wenn man es nicht weiß. Ja, aber er kann auch nichts dafür. Ich kann auch nichts dafür. Nein, nein. Das ist ja schön, wenn keiner was dafür kann. Ne? Ja. So ist das Leben. Haben Sie schon mal einen getroffen, der was dafür konnte? Ich auch nicht. Das ist das Entsetzliche. Wie heißt die Raumsonde, wissen Sie, Raumsonde? Ja. Die unser Sonnensystem am 13. Juni 83 verlassen hat. Als erste das Sonnensystem der Erde verlassen. Mond gehört ja dazu, da waren wir ja schon. Und die fliegen nun aus dem Sonnensystem heraus. Millionen Lichtjahre. Was meinst du, wie lange der da fährt? Das weiß ich wirklich nicht. Pionier 10 heißt diese. Nein. Pionier 10. Hab ich nicht. Haben Sie nicht gewusst? Nein. Macht überhaupt nichts, Ida. Denn wir haben ja ihn im Hintergrund. Der rasende Schnitzler. Hätten Sie es gewusst? Nein, Herr Schnitzler, in 20 Sekunden. Jetzt zeigen Sie mal, was eine Hake ist. Volle Pulle. Achtung, fertig, los. Sieht doch schon ganz anders aus. Ja. Das ist ein Teufelsding, ist das. Haben Sie wirklich, also, die haben das sehr gut. Herr Schnitzler, die wollen jetzt alles. Er kann ja nicht wieder aufhören. Das ist wie ein Rauschgift ist das. Er kann nicht wieder aufhören. Auf Wiedersehen. Also er kommt zurück. So, passen Sie auf.
Ein Wahnsinnsding, nicht? Ein wahnsinniges Ding. Darf ich Sie jetzt alle bitten? Sie können sich trösten, Sie haben ja beide nichts gewusst, nicht? Es kommt auf den Fahrer an. Jetzt gehen wir hier rüber und schauen uns einen Film an. Der heißt Einmal Neandertal und zurück. Das hat so ein bisschen was zu tun mit Raumfahrt und so. Den haben wir selber gemacht, den Film. Ich spiele da auch so einen von woanders her. Schauen wir uns das mal an. Einmal Neandertal und zurück. Darf ich bitten? Sauerstoff. 20%. Genau richtig. Etwas mehr und ich fange an zu qualmen. Also hier müsste Leben möglich sein. Ah ja, etwas Pflanzliches. Muss mal saurer Wald gewesen sein. Primitivvolk. Ah! Und etwas Wanzliches. Wo Wanzen sind, sind höher entwickelte Wesen nicht weit. Na, hoffentlich sind die Kontakte diesmal angenehmer. Wenn ich noch denke an die Galaxis 113-47, diese Chloratmer. Nach jedem Kuss hatte man die ganze Schnauze voll Salzsäure. Du? Woher? Ich komme von der Galaxis 257-19. Wo bin ich denn hier? Neandertal. Und wo liegt das? Da. Wuppertal. Da. Düsseldorf. Ja, keine Details. Welcher Stern? Erde. Klingt sympathisch. Kann man hier leben? Ich meine, lebst du gerne hier? Du musst doch mal drüber nachgedacht haben. Denken, hier. Mit dem kleinen Köpfchen. Denken. Compris? Bonne Mais. Nicht denken. Denken, keine Zeit. Ich. Hier. Ja. Jäger und Sammler. Vorkulturelle Phase. Ja. Sag mal, frisst du das roh? Nix roh. Kochen. Du kannst schon kochen. Frau. Er hat eine. Ja. Schön, ne? Kann man die mal rufen? Ja? Lula! Mehr höre ich, ja? Schrei doch nicht so rum, Köbis. Es ist Mittagszeit. Komm gefälligst selber, wenn du was willst. Ich habe etwas gewollt, Ulla. Ich komme von der Galaxis 257-19. Das klingt wie eine Versicherung. Ja, ich versichere Ihnen, Sie werden viel Spaß an mir haben. Wieso sprechen Sie eigentlich unsere Sprache? Also, das ist erstaunlich. Sie sind das erste Wesen im All, das mich das fragt. Wir sind sehr hoch entwickelt und unsere Gehirne sind auf sämtliche Sprachen programmiert. Geht das elektrisch? Sie wissen, was elektrisch ist? Ich koche elektrisch. Das gibt's nicht. Doch, der Blitz hat ein Feuer gemacht, ich koche dran, also koche ich elektrisch. Sie sind eine fabelhafte Frau. Och, wir sind alle so. Nur unsere Männer sind etwas zurück, aber wer den ganzen Tag durchs Unterholz krauchen muss, der braucht eben länger. Wir am Herdfeuer sind nicht ausgelastet und da machen wir uns so unsere Gedanken. Sie sind genau das, was wir brauchen. Frau! Frau! Ja, schon gut, mein Kleiner. Wie gesagt, wir sind sehr hoch entwickelt. Und wir suchen veredelungswerte Wesen, denen wir dann unsere Gene aufpfropfen. Später bleiben wir in ihrer Erinnerung als Götter. Und ihre Sonnenwagen, das sind unsere Raumschiffe. Hier liegt übrigens meine Mühle. Zeigen Sie mir die mal? Ich wüsste nicht, was ich lieb täte. Mitkommen! Muss das sein. Ach, geben Sie ihm was zu spielen. Also, Chef. Ja. Kann er auch nichts kaputt machen? Ja, schlimmstenfalls müsste ich hier bleiben. Aber das wäre ja auch nicht das Schlimmste, oder? Also technisch mögen Sie ja weiter sein. Ja. Aber was Ihren Geschmack in der Einrichtung betrifft. Oh, hi! Du komm, zisch ab in die Koje. Du wirst hier nicht gebraucht. Wozu brauchen Sie die denn?
Ja, wenn wir auf höherentwickelte Bewohner stoßen, dann muss sie deren Gene aufnehmen und uns dann damit aufmöbeln. Aha. Ja, ich glaube, er hat ein besseres Spielzeug gefunden. Kann er die haben? Nein, nein, ausgeschlossen. Ausgeschlossen, er ist ja viel zu weit zurück. Hinterher? Der ist doch ein Halbaffe. Wie reden Sie von meinem Mann? Ah, was entsteht? Der hat so was Naturfeindes. Die kleinen Haare auf der Brust. Der kommt doch noch nicht in Frage! Denn will ich! Bist du denn wahnsinnig? Der hat den Antrieb angeschaltet! Stell ihn doch auf! Kann ich nicht mehr! Es ist kaputt, ihr Kürbis hat aber rumgedreht! Er muss mit! Komm, 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 los, verschwinde hier! Ihr müsst weg, ihr müsst runter, in einer Minute müssen wir starten! In 3 Minuten sind die tot! Raus hier! Nein, nein! Schwächst deinen Helm auf, du blöde Kuh! Wir müssen zurück zu den Sternen! Wahnsinnig! Kommt ihr wieder? Ja, in 1400.000 Jahren. Ich will aber meine Götter jetzt! Nein, das ist doch jetzt nicht möglich. Komm, vielleicht ist es besser. Was war das? Eine Erinnerung an die Zukunft. Los und jetzt raus! Was? Raus! Bevor wir weiter machen, muss ich schnell in unserer Sache eine Dankesschuld abstatten. Diese Mondrakete, die ist für ein Fernsehspiel gebaut worden. Das kommt am nächsten Mittwoch um 7:45 hessischen. Das heißt Mondcracker. Und wir haben aber jetzt das Ding schon vorher gezeigt. Das war nicht einfach, aber wir haben es gekriegt und wir bedanken uns herzlich dafür. Es hat ein paar Mark gekostet, das Ding zu bauen. Und wenn Sie es noch mal sehen wollen, dann schauen Sie sich am Mittwochabend um 7:45 dann an. Also noch mal schönen Dank für diese herrliche Rakete. So. Sie dürfen gemeinsam beraten, aber eine Antwort natürlich nur geben. Wie nennt man wissenschaftlich den Menschen der Jetztzeit? Homo sapiens. Homo sapiens. Sehr richtig. Wie heißt der erste künstliche Erdsatellit, der 1957 gestartet wurde? Sputnik 1. Sputnik, jawohl. Sputnik. Und wie heißt die Wissenschaft innerhalb der Biologie, die sich mit der Entwicklung der menschlichen Rasse befasst? Es liegt mir auf der Zunge. Es liegt Ihnen auf der Zunge, spucken Sie es hier rein. Anthropologie. Anthropologie, richtig. Mehr kann man nicht wissen. Aber Autofahren müssen wir auch noch können. So, darf ich bitten? Das ist ja dieses technische Zeitalter. 3 haben Sie aufgeholt. Vielleicht wissen die gar nichts. Schwer zu sagen. So, Sie können zusammen sich auch beraten. Aber dann nur eine Antwort bitte geben. Kommen Sie ein bisschen weiter vor. Wir haben hier so einen schönen Punkt, wo wir uns hinstellen wollen. Wie nennt man wissenschaftlich den Menschen der Jetztzeit? Den Menschen? Wollen Sie das, oder wollen Sie es gleich sagen? Nee, Sie können auch zu mir kommen, dann lassen wir ihn alleine. Homo sapiens. Den Homo sapiens, jawohl. Und wie heißt der erste künstliche Erdsatellit, der 1957 in den Weltraum geschossen wurde? Der erste hieß wie? Der Techniker? Sputnik. Sputnik, jawohl. Und wie heißt die Wissenschaft innerhalb der Biologie wiederum, die sich mit der Entwicklung der menschlichen Rasse befasst? Paläontologie. Nee. Anthropologie. Aber es hat ja gereicht, es hat ja gereicht, er ist ja so super gefahren. Das war also, ich möchte beinahe sagen, eine technische Entscheidung. Sie kriegen Gold, für jedes Kind 1. Ja, danke schön. Hausmutter Ida, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Sie waren ausgezeichnet, Sie haben genauso viel gewusst wie alle. Sie hatten nur einen Partner, der lieber zu Fuß geht. Ja, danke schön. Danke. Wiederschauen. Herr Schnitzler, danke schön. So. Und jetzt wird's spannend. Okay. Frau Peer, Sie haben die freie Wahl, ob Sie gleich dorthin wollen oder später. Soll er vorweg oder wollen? Gleich. Gleich? Ja. Was, wie beim Zahnarzt, lieber gleich. Kurzer Schmerz. Kurzer Schmerz. Ja. Kurz ist der Schmerz ja. Und ewig ist die Freude, hat Schiller geschrieben. Ja. Ja? Ich hoffe, dass die Freude ewig ist. Sicher. Bitte schön. Es geht jetzt um, das muss ich mal wieder sagen, es geht jetzt um 8.000 Mark.
Es tut mir leid, die Frau, dass die Mark gegen den Franken so schwach geworden ist. Aber es immerhin ist auch das. Jetzt fangen wir mal an. Reden wir nicht vom Geld. Reden wir? Ja. Sehr gut. Ja. Über Geld redet man nicht. Das braucht man. Wie heißt der seit kurzem amtierende italienische Ministerpräsident? Bettino Craxi. Richtig. Einen haben wir schon. Ein kleiner Inselstaat verhinderte lange Zeit die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte in Madrid. Wer hat sich dort quergelegt? Malta. Malta, sehr richtig. Aus welchem Staat kommt der Sportler, der den neuen Weltrekord im Hochsprung aufgestellt hat? War Sensation. Vor wenigen Tagen. Nur aus welchem Land? Amerika? Nein. Da kommen viele Leistungssportler. Ja. Aus Russland kommen auch viele. Ja. Wir sind auch gar nicht so schlecht. Aber der kommt aus China. Der war Vierter bei der Welt. Er ist 2,38 Meter hochgesprungen. 2 Meter, da springe ich eine ganze Woche dran, bis ich das zusammen habe. Reisessen. 2,38 Meter, Reisessen. Danke, 2 ist ja gut. Darf ich Sie bitten? Geht's, ja? So. Herr Holzhammer, nehmen Sie Platz. 2 hat Frau Peer vorgelegt. Souverän vorgelegt. Jetzt wollen wir mal sehen. 8 Mille. 56.000 Schilling. Sehr gut. Lass ich einen Scheck geben, dann kriegen Sie 7,05. Sonst kriege ich nur 6,95. Ja, das ist immer das Dumme. Ich möchte, dass Sie das beide kriegen. Wie heißt der seit kurzem amtierende italienische Ministerpräsident? Bettino Craxi. Craxi. Ein kleiner Inselstaat verhinderte lange Zeit die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte in Madrid. Wer hat sich da quergelegt? Wie heißt er? Malta. Malta. Soweit war sie auch. Soweit war sie auch. Aus welchem Staat kommt der Sportler, der den neuen Weltrekord im Hochsprung aufgestellt hat? Vor wenigen Tagen. Aus welchem Staat kommt? Sowjetunion? Sowjetunion? Nein. Auch nicht aus Amerika. Der kommt aus China und ist 2,38 Meter hochgesprungen. Ja, ich hab ihn gesehen, haben Sie es gesehen sogar? Nein, Helsinki war er da. Da war er Vierter. 2,38 Meter. Und zwar ganz genau war das um Viertel nach fünf, Ortszeit Shanghai. 17.15 Uhr am 22.09. Gewaltig. Jetzt kommt die erste Stechfrage. Jetzt würde ich einen Vorschlag machen unter uns. Wir stellen 2 Stechfragen. Beantworten Sie beide. Dann gehen wir sie eben. Jetzt geht's los. Mal sehen. Wie heißen die französischen Gebrüder, die vor 200 Jahren den ersten Ballonflug unternahmen? Montgolfier. Montgolfier, jawohl. Die hatten so ähnlich wie der Rock von der... So, jetzt sagt Frau Peer. Frau Peer, kommen Sie her. Ein Gedicht. Man soll den Damen immer zart entgegenkommen, nicht? Das ist gültig. Das ist sehr bitte nett. Er hat es gewusst, aber Sie wissen das auch. Wie heißen die französischen Brüder, die vor 200 Jahren den ersten Ballonflug unternahmen? Montgolfier. Montgolfier, danke schön. Bleiben Sie gleich sitzen, haben Sie Zeit. Wäre natürlich sehr clever, wenn Sie beide, dann könnten wir vielleicht, ich mache das einfach, ich kriege da eine Zigarre, aber ich habe schon genug gekriegt. Spielt keine Rolle. Hören Sie gut zu. Welcher ehemalige Astronaut hat sich in den USA als demokratischer Präsidentschaftskandidat beworben? Da muss ich raten. Ist
Armstrong? Nein. Armstrong. John Glenn. Ach. John Glenn, ja. Ja, vielleicht weiß er es auch nicht. Glenn ne? ist fort. Glenn möchte gerne Präsidentschaft. Gut, danke schön. Man kann nicht alles wissen, Sie haben ja enorm viel schon gewusst. Jetzt geht's weiter. Die große Chance, Herr Holzhammer. Was machen wir? Gott, ruf mich dann bitte an, wenn er es auch nicht weiß, ne? Vielleicht weiß ich dann auch nicht, was ich machen soll. So. Ich reg mich immer so furchtbar auf bei solchen Sachen. Bleiben Sie ganz ruhig, es genügt ja, wenn ich mich aufrege. Ist noch ein Saki irgendwo? Der hat mich sehr beruhigt, dieser heiße Schnaps. Also, welcher ehemalige Astronaut hat sich in den USA als demokratischer Präsidentschaftskandidat beworben? Glenn. Frau Peer! Frau Peer! Nach langem Ringen, 4 Goldstücke in die Schweiz, als ob da nichts gäbe. Aber schön. Ja. Gold ist viel wert, Frau Möbel. Grazie. Schön. Grazie. Dankeschön. Danke. Herr Holzhammer, mein Glückwunsch. Danke. Es war ja nicht so ganz einfach, nicht? Ja. 5-mal mussten Sie raten. Ja. Dankeschön. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Ja, meine Damen und Herren, das war es für heute. Wie spät ist es denn eigentlich? Hat einer zufällig eine Uhr? Wie viel nach? Gut, sofort weg. Meine Damen und Herren, kurz nur 12 Minuten und noch den Abspann. Es war fabelhaft. Bei Ihnen, Sie waren bester Stimmung, ich auch. Hoffentlich schwitzen Sie nicht so wie ich. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns wieder am 5. November. Dankeschön, guten Abend und gute Nacht. Schlaf gut.